Ich hatte jetzt mal hier versucht, nehme ich die schon? Oder gleich werde ich nämlich die Sniper nehmen. Das ist nämlich hier Scharfschützen, das ist das Standard-Set, weil meine Sniper, da hatte ich die Perks, glaube ich, das, so war das noch nicht richtig eingestellt. Und ja, damit ich einfach maximalen Schaden habe auf der Sniper. Ich glaube, ich spiele auch nicht lange mit der Sniper, weil das hat mir einfach nicht so zugesagt. Und ich wollte jetzt auch nicht übelst dann Sniper Gameplay hier bringen, weil ich habe ja vorher gesagt, dass Teil die Sniper irgendwie sehr oft genutzt wird und ich will das jetzt auch nicht fördern. Als neuer Spieler, die jetzt hier die Sniper benutzen, will ich jetzt hier die Sniper nur befürworten. Was ich ja eigentlich nicht will. Denn wenn ihr mit Sniper spielt, von der One-Shot-Waffe, ist das irgendwie langweilig, oder? Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet und ja. Irgendwie das Headset ist irgendwie ausgefallen. Keine Ahnung. Habe ich mal hier dieses MG genommen. Und damit werde ich auch noch relativ erfolgreich, weil ich noch einen Helikopter damit. Und es hat mich doch sehr erstaunlich. Erstaunt? Keine Ahnung. Es war doch sehr erstaunlich so, wie stark eigentlich das, dieses MG ist. Und dann die Präzision ist halt relativ okay. Der Schaden ist irgendwie doch ein bisschen gering. Finde ich. Ich meine, wir brauchen mehr Schütze, glaube ich, wie im der UMP hier, aber naja, aber trotzdem hat man dafür ein 100 Schuss im Magazin und da kann man dann halt ordentlich bashen. Nachladen dauert halt ein bisschen länger. Es gibt halt, glaube ich, soweit ich weiß, haben sie noch nicht freigeschaltet, noch keine Flinkheit oder sowas. Ich glaube, das gibt es gar nicht hier. Also, dass man oder Flinkheit, dass man halt schnell nachlädt bei der Fingerfähigkeit Pro, keine Ahnung. Die Leute, die nur MD2 haben, dass man schneller nachlädt. Weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Man schaltet da hier eh alles nach Level frei. Nicht, dass man das irgendwie kaufen kann. Oder ähnliches. Muss er schon durch Level machen. Finde ich persönlich auch besser. Ich meine, Geld bekommt man in Black Ops genug. Dass man sich dann direkt alles freikaufen kann. Na gut, die Extras auf Pro, dass man da halt einige Sachen braucht, aber naja, bisschen, das war bisschen blöd gemacht. Ich finde das sowieso generell ein bisschen langweilig. Black Ops jetzt nach der Zeit generell die neuen Teile von Call of Duty, die sollten doch schon mal in die neuere Sachen zeigen. Und zum Beispiel, ich hätte mir mal sowas überlegt, dass zum Beispiel Spieler, die mehr defensiv spielen, dass die auch dafür belohnt werden, dass sie defensiv spielen oder dass man für seine Position, die man in dem Spiel übernimmt, dass man dafür auch Belohnung erreicht. Da, wie hatte ich mir das denn überlegt? Zum Beispiel, dass wenn man halt defensiver spielt und dann irgendwie dafür mehr Punkte bekommt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich bin kein Spieleentwickler, irgendwie muss es da sowas geben, dass man für irgendwas noch belohnt wird, dass man. Muss ja nicht immer so ultra viele Punkte sein, nur dass man halt sieht, dass man nicht nur für Kills belohnt wird und für halt diverse besondere Abschüsse und sowas, dass man auch wenn man fürs Teamplay richtig was tut, dass man dafür auch was, dass man dafür auch belohnt wird. Das wusste ich jetzt hier gerade nicht, wo man langläuft, so, jetzt laufe ich ein bisschen falsch hier. Sehe das auf der Karte irgendwie ein bisschen falsch. Ja. Jetzt habe ich halt doch noch ein bisschen länger die Sniper in der Hand. Auch ein bisschen. Ich meine, sie ist One-Shot und manchmal denkt man, man schießt daneben und man trifft immer noch. Ich meine, die Zielhilfe ist doch hier ein bisschen stärker als gedacht. Also, man trifft doch schon einige Gegner, die eigentlich daneben oder Schuss daneben gegangen wäre. Jetzt hier der Last Kill. Das war das beste Beispiel, wie ich finde.
dass Juggernaut wirklich was bringt. Der Mann hat gesehen, ich habe einen Schuss auf den Gegner gemacht, ich stand direkt neben ihm, beste Position sozusagen, und er ist nicht gestorben. Er ist nach dem zweiten Schuss. Ich meine, gut, er hatte seine Ecke gehockt, beziehungsweise er stand da dumm rum und hat auf ihn was geschossen. Aber er kann mal sehen, was Juggernaut wirklich manchmal den Arsch retten kann. Besonders da hier halt sehr viele Sniper sind. Wie gesagt, hier immer noch bin ich blöd, dass man halt nicht sehen kann, was man halt da genau braucht für Kills. Genau, jetzt gucke ich hier nach. Ja, genau, Herausforderung heißt das jetzt hier. Sehe ich hier, lese ich nach. 100 Abschüsse brauchen wir mit dieser Waffe. Sieht man halt schon den Fortschritt, wie weit man ist. Das habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass sich die Namen geändert haben vom Klasseneditor. Jetzt steht das alles so in Farbe und exklusiv und so heißt das jetzt alles. Ich wusste auch nicht, wahrscheinlich war es wegen dem einen Server da, wo mir schon so ein bisschen komisch vorkam. Ich weiß es bis heute nicht, was sich da geändert hat, wieso. Ja. Worauf ich mich auf jeden Fall wieder freue, ist, wenn ich da alles hochgeladen habe, dass dann die Live-Commentaries kommen. Das wäre eigentlich auch schon eins, aber ne, ihr wisst ja, Aufnahmefehler. Und ja, weil ich meine, ich kann jetzt nicht so viel erzählen über das Gameplay. Ich meine, ich könnte sagen, ich laufe jetzt so rum mit der Sniper. Ich laufe gegen das Auto. Oh, da ist ein Gegner. Wow, ich schieße daneben. Jetzt gebe ich die Pistole und kriege ich ihn noch? Ich weiß es nicht mehr. Und ja, ich sterbe. Oh mein Gott. Ja, ist natürlich ein bisschen langweilig. Wäre ich live im Game gewesen, hätte ich natürlich erzählt, ja, wie ich versuche jetzt auszuweichen und generell, man weiß halt besser zu erzählen eigentlich, wenn man live aufnimmt, weil ja, ist eigentlich für mich selber langweilig jetzt zu erzählen, was ich da mache. Und ja, das wird auf jeden Fall beim nächsten Mal wirklich live sein und dann auch richtig. Zum Beispiel am Anfang, wo ich das Spiel nur er gemacht habe. Da habe ich halt richtig erzählt, dass ich das Spiel noch nie gespielt habe. Da hat man auch selber gehört und gemerkt und ich auch manchmal verwirrt war, wie das da alles zusammengesetzt ist und alles da. Ich meine, das kann ich jetzt nicht so gut wiedergeben, ist ja klar. Ich weiß natürlich schon alles, was da passiert ist. Bis zu dem Standpunkt, wo ich gespielt habe. Aber, naja. Was mich jetzt auch gerade aufregt, was ich sehe, ist, dass irgendwie so ziemlich jeder geht an das vorbei, dass man eine Granate fallen lässt und tot. Das hat mich manchmal so aufgeregt, ne? Jeder Gegner oder fast jeder Gegner lässt eine Granate fallen. Ich weiß noch nicht, wann ich das freischalte, wie ich das freischalte, ob ich dafür irgendwie einen Perk opfern muss oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Das werdet ihr dann in einem Live-Commentary erfahren, wenn ich dann soweit bin. Ich werde, glaube ich, Level 14 oder 15 am Ende sein nach 2 Stunden. Ich meine, eigentlich ganz gute Leistung. Ich meine, ihr seht ja hier auch im Gameplay, ich spiele gar nicht so schlecht. Und ja, das Spiel macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich werde auf jeden Fall bis Level 55 weitermachen. Wird dann zwar noch länger dauern und da sollen wir ganz wahrscheinlich wieder für 2 Stunden 18, für 2 Stunden Aufnahme 18 Stunden Renderzeit brauchen. Was ich irgendwie ein bisschen blöd finde. Ich musste auch noch irgendwas ändern an den Einstellungen. Kann ja nicht sein, dass die Sony Vegas so lange braucht. Das war irgendwie ein Fehler. Ja, Teil 2 Stunden, 4 GB. Ja, ein bisschen groß, finde ich. Normal renne ich einfach nur mit Camtel, der Studio 7. Aber wenn ich das mit der PlayStation aufnehme, kann das Camtel da irgendwie nicht, die Dateien irgendwie nicht direkt, irgendwie öffnen. Irgendwie ein bisschen blöd, ein bisschen schade, aber das will man machen. Muss ich eigentlich sozusagen doppelte Arbeit. Muss ich gleich noch ein Audio reinstellen, wenn ich hier dann mal fertig bin. Und halt mit Camtasia da wieder rendern, damit die Dateien ein bisschen kleiner werden, weil ich denke mal 4 GB hochladen. Beziehungsweise
Natürlich auf 15 Minuten ist kleiner, aber ja, ein bisschen viel. Gut, ja, ich werde mal wieder ein Stück trinken. Übrigens habe ich in-game auch sehr oft was getrunken, besonders in den Ladezeiten. Da ich an dem Tag einfach so durstig war. Ist gerade auch. Ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin halt ein bisschen erkältet. Meine Nase ist halt zu. Ja, genau, hier sieht man schon wieder. Alle Gegner lassen Granaten fallen. Manchmal werfen sie auch klar, aber viele lassen sie einfach mit dem Tod fallen. Sehr lustig ist es auch oft zu sehen, wenn einer eine Granate wirft. Ich töte ihn und da liegen auf einmal zwei Granaten auf dem Boden. Die, die er gerade werfen wollte und die, die er fallen lässt beim Tod. Ey, das ist manchmal so lustig. Aber das macht das Spiel auch, wie ich finde, auch sehr abwechslungsreich, dass man mal schnell wegrennen muss und ja. Jetzt greife ich zur Pistole. Das war die M9. Also ich finde persönlich von den beiden Waffen, die man am Anfang hat, von den Pistolen M9 oder USP, die M9 deutlich stärker. Und die USP einfach mit Schalldämpfer. Im Vergleich viel, viel schwächer, also ich weiß echt nicht, wieso die USP so schwach ist. Ich meine, ich finde die, oder fand die bei MW2 ja persönlich stärker. Ich weiß nicht, weil ich da eine Erinnerung habe. Aber ich meine, die war stärker. Und man hat halt sowieso die Waffen hier am Anfang ist halt ganz anders wie in MW2 zum Beispiel. In MW2 hat man die AK-47 als letzte Waffe, mit Level 70 oder so. Ich habe mir am Anfang direkt die Waffe. Ja, klar, ein bisschen geteilte Meinung. Ich denke mal, viele werden am Ende noch die AK benutzen. Ich wahrscheinlich auch. Weiß ja nicht, wie die Waffen da jetzt noch, wie die besser werden. Ja, aber die AK-47 ist auf jeden Fall eine richtig geile Waffe. Der ich dann noch des längeren zocken werde. Was mir auch aufgefallen ist, dass die Unterbrechungen zwischen jedem Game nicht eine Minute sind, ich glaube, sind nur 30 Sekunden. Und man merkt es doch schon echt, dass man, natürlich fehlt einem manchmal die Zeit im Klasseneditor, aber eine Minute immer zu warten, wenn man da wirklich nichts zu tun hat, ist dann so ewig lange. Gut, schreibe ich gerade einen Kumpel zurück hier, dass ich keinen Bock auf One-on-One habe. Habe ich doch angeschrieben. Ich schreibe einfach nee. Sehr direkt. So, welche Map? Es ist wieder Sumpf. Ja, meine Lieblingsmap. Ist ja wieder die Camper Map. So klar. Bisschen schade. Die das so oft dran kommt. Ach. Ja, sieht mir bis halt eigentlich total schlecht, ey. Man hört schon die Sniper, ey. Ich habe mich live auch so oft aufgeregt über diese Sniper. Jetzt hättet ihr echt hören müssen, wie ich mich wirklich aufrege und boah, Leute, das regt mich so oft.